Guten Morgen aus einem winterlichen Dresden. Heute ist meteorologischer Frühlingsanfang in Deutschland zum 1. März und da hat Frau Holle nochmal ordentlich die Betten ausgeschüttelt. Aber das soll uns jetzt nicht weiter interessieren, denn wir wollen mal schnell schauen, was in der Nacht an der Börse passiert ist. Chinas Manager bleiben sehr skeptisch, wie wir schnell mal hier auf den Daten sehen. ISM Einkaufsmanager Index und auch der Zhejiang PMI, beide Indizes deutlich unter 50 wieder. Das ist kein gutes Zeichen, das spricht nicht gerade für Optimismus im produktiven Gewerbe in China. Dienstleistungsgewerbe vom ISM übrigens, also der staatliche Dienstleistungseinkaufsmanager-Index in China übrigens bei 53, also nicht ganz so schlecht. Schwache Daten auch aus Australien. Die Notenbank Australiens hat aber die Zinsen belassen, wie erwartet, bei 2,0%. Rohstoffpreise aus Australien auch vielleicht mal ganz interessant. Sie gehen auf Jahresbasis nicht mehr ganz so deutlich zurück wie noch vor einem Monat. So viel vielleicht erst einmal für diesen Moment von der Datenfront und dann schauen wir schnell mal rein. Der S&P zeigt schön an, was in der Nacht passiert ist. Es war durchaus ein bisschen volatil, ohne dass wir jetzt gravierende Veränderungen gesehen haben. Die meisten asiatischen Märkte haben die Nacht im Plus verbracht. Habe ich das nicht schön gereimt? Ja, klar. 1924 im S&P als Unterstützung, die hat gehalten. Es gibt durchaus ein paar positive Zeichen. Sehen wir auch im Öl. Der Ölpreis gestiegen hat die 33,55 gestern überwunden. Und die spannende Frage ist jetzt, wie könnte es weitergehen? Wir haben ja da diesen Ausbruch vom Freitag und das wäre also das nächste Ziel, respektive 34,80. Vielleicht geht es sogar noch höher. Das ist eben die ganz große Frage, was die Märkte auf der Agenda jetzt haben. Auch der Yen hat heute Nacht nachgelassen. Das sieht also alles gar nicht so schlecht aus. Also sicherer Hafen Yen ein bisschen verlassen. Das sieht nach ein bisschen mehr Risikofreude auf jeden Fall aus. Das ist alles gar nicht so schlecht. Der DAX beginnt heute früh kurz nach 8 auch positiv erst einmal. 9.440 Punkte hier gerade. Und der müsste allerdings erst einmal über das Doppeltop drüber, damit es wirklich wieder richtig bullig wird. Auf der Unterseite unterstützt die 9.320 bis 9.260 Euro. US-Dollar bleibt hier im Abwärtstrendkanal heute Nacht seitwärts ohne große Bewegung. Und natürlich müssen wir auch schnell auf den australischen Dollar sehen. Da sehen wir der australische Dollar, US-Dollar, heute in der ersten Nachthälfte erst einmal Richtung Süden unterwegs bis 0,7110. Da war der Aufwärtstrendkanal schon gebrochen, aber dann ging es eben zurück. Das war wie erwartet. Es gibt keine heftigen Ausschläge, weil es wurde ja damit gerechnet, dass die Reserve Bank of Australia die Zinsen bei 2% lässt. Aber der Aussie hat dann, Entschuldigung, doch ein bisschen zugelegt. Bis jetzt knapp über dem Widerstand 0,7160. Mal gucken, ob er sich darüber halten kann. Die Wolke ist dick. Kann also durchaus sein, dass er dann später wieder zurückfällt. Schnell die Daten für den heutigen Tag. Es gibt vor allem viele Einkaufsmanager-Indizes, zum Beispiel 9.55 Uhr aus Deutschland, 10 Uhr dann aus der Eurozone. Arbeitsmarktdaten aus Deutschland auch 9.55 Uhr. Die Arbeitslosenzahlen sollen gesunken sein. Und das geht dann später so weiter. Großbritanniens Einkaufsmanager-Index, Arbeitslosenquote, Eurozone, Kanada liefert BIP und dann der ISM-Einkaufsmanager-Index. Also volles Programm. Heute Abend gibt es eine neue Sendung. Heute Mittag keine, bin ich nicht da. In diesem Sinne, frohes Schaffen.